Quand hier, single player is. So, Hof ist geladen. Das sieht doch gut aus. So, wollen wir mal gucken, was müssen wir denn tun? Auch irgendwann mal was essen. Ja, essen ist auch eine gute Idee. Wenn wir dann gleich essen, machen wir einfach Pause. Dann verlinke ich unten, wie es wann es weitergeht. Ist ja kein Problem. Hier, Notepad++, genau. So, zeig das mal den Leuten an. Tag 6, 7 Uhr, ach, das ist heute. Ach, die Raps zu Agravis. Ja, okay, gut. Dann Tag 8, Woodchips, das kann ich nicht machen. Tag 9, Raps. Das heißt, machen wir das wieder weg, so. Steht hier noch irgendwas? Ne, ich glaube, die stehen alle so, wie sie stehen sollen. Ja, so sieht's aus. Das heißt, mache ich jetzt alles wirklich zum Abfahren? Raps zu Agravis, Tag 6. So, fange ich an mit Sehen an. Ich könnte ja auch mit. Ja, eigentlich könnte ich es parallel machen, ne? Die könnte ich es parallel machen. Ich glaube, ich mache es auch parallel, weil der LKW ist ja wieder was eigenes. Da brauche ich ja keinen Traktor für. Ja, genau. Ich fahre mit ihm hier. Genau hier. So. Nummer 1. Er bringt nichts. Soll ja heute regnen, ne? Ja. Also sogar ein Sonderangebot. Und welches Sonderangebot haben wir denn? Hier ist es nicht. Oh, es ist ein Mods. Ja, der Rapid. Rapid A600S. Schön. Aber nicht jetzt. Ja, bringt ja gleich zu regnen ab. Ah. Na ja, komm, dann machen wir es anders. Ich leg ihn nochmal weg. Au. Komm mal anders. So. Raps zu Agravis. Die müssen zu Agravis Güterbahnhof, das ist nämlich beides derselbe Punkt. Tag 6? 7 Uhr, okay. Ja gut, Tag 6, 7 Uhr ist ja nicht mehr lang. Thank you.
Schwarz-Gold. Würde ich sagen, machen wir gleich Essen, wa? Wenn wir Essen warm machen, oder? Ja, ne? Ja. Dann mach ich gleich Pause. Ja, wollen wir jetzt essen? Ja, ne? Ja, mach doch schon mal die Suppe an, die dauert, das ist auch noch ein bisschen, bis sie warm ist. Hast du schon angemacht? Mach doch mal die Suppe an, hab ich gerade gesagt. Ach so, ja. Weil dann mache ich nämlich jetzt Pause. Auf dem Stream. Und dann, sieht man sich dann gleich, oder später wieder, besser gesagt. Das hat ja jetzt keinen Sinn, irgendwie weiterzumachen, wenn wir jetzt essen wollen. Außerdem könnte ich auch mal gut eine Pause vertragen, irgendwie. Allein bei dem, wegen dem warmen Wetter. So. Dann machen wir einfach mal Musik an. Und die Pause werde ich dann hinterher auf YouTube einfach verlinken. Wenn es denn weitergeht. Mit Minutenzahl. So machen wir das. So. Ich werde dann die, genau, diese Steam-Musik hier spielen lassen. Von LS. Ist am einfachsten. So, dann wieder in mein Mikro. Bis später. Sound muted. Sound muted. Thank you.
Thank you.
So, erstmal kleine Pause, weil erstmal muss das Essen warm werden. Das dauert noch eine halbe Stunde. Das heißt, ich kann jetzt wieder eine halbe Stunde spielen und dann gibt es wieder eine Pause. Juhu. Aber ist auf jeden Fall besser, als wenn ich jetzt die ganze Zeit Sound resumed. Sound Pause resumed. machen. Das muss ja nicht sein. So. Ihr habt auch nichts verpasst. Ich stehe nach wie vor mit dem LKW an der am Güterbahnhof bzw. an der Agravis rum. Und LS will nicht mehr. Das klärt sich auch gar nicht. Super. Ja, das läuft ja. Also nochmal neu starten. Ja, ich weiß, dass ihr das nicht sehen könnt. Bam, bam, ba. Ich habe ja gesagt, wir machen dort weiter, wo wir aufgehört haben. Aha. Das sieht doch gut aus. So. Das heißt, ich schalte jetzt wieder das Bild frei. Jetzt sitze ich zwar im Traktor, aber das macht ja nichts. So. Setzen wir nochmal ab. Was sagte ich jetzt? Wann beginnt der Verkauf? Ja, will ich. 7 Uhr, okay. Dann spulen wir mal vor auf 7 Uhr. Diesmal verpasse ich das Spulen aber nicht. So. Na komm, spring um. Das gibt's halt Schotter. 222.000 mit einem Mal. Boah. Das ist eine Menge. Was brauchen wir denn jetzt eigentlich noch? Ich glaube, jetzt habe ich eigentlich so weit an Sachen alles, was man so groß braucht. Bis auf den. Genau, Rüben und Kartoffelernte. Ach, die muss ich jetzt auch noch holen. Juhu.
Und dann bin ich, glaube ich, durch mit dem Singleplayer. Dann brauchte ich ja gar nicht viel machen. Haha! Schick. Gefällt mir. Roms steht direkt wieder davor, wetten wir. Nee, er hat auch von selbst gehalten, aber der fährt gleich wieder davor. War ja eben auch so. Weg. So. So und weiter geht's. Hat der Likörspiel-Schilder mit oder was? Der ganz so aus. Ich wundere, die ist mit dem Traktor noch eingefahren, darum ist hier so langsam die Spur. Newport joined DOS and Haas Air Vest TS. Gejoint. Na, jetzt sehe ich den Teamtweak nicht. New Digger, wer ist das? Ist der gelistet? You edited the server. Newport disconnected from DOS and Haas Air Vest TS. Jo. Wie fährt man tatsächlich dann hier? Dreimal abfahren ist man fertig.
sehr lustig. Schon fast eher lachhaft. So, dann würde ich sagen, geht's weiter. Ist das erste Mal, dass ich sehe, dass die Cursplay-Schilder altern. So, dann lad man die restlichen 90% aus. Ich kann den Typ losschicken. Ja, springen wir rein. Dann passt das. Der Joke ist immer noch nach all den Jahren gut, ne? Von der M&M-Werbung meine ich. Wo bin ich denn auf der Gästeliste? Das ist die Speisekarte. Hab ich immerhin jetzt etwas geschafft, das ist doch schon mal gut. Ja, ich hätte auch gerne 50.000 Euro. Oder? Wäre schön. Wäre richtig schön.
So. Silo ist leer. Sehr gut. Oh, fahren wir mal hier durch. Hopp, einmal wenden. Wenden. So, und dann stellen wir uns hier wieder hin. So. So, dann gucken wir mal unter Mods. Nehmen wir jetzt mal den Kartoffelernter. Wie teuer ist eigentlich der Rübenernter? Das würde ich gerne mal wissen. Rübenernter. Hier. Na gut, der ist günstiger. Also das können wir schon mal kaufen. So, weil ich wollte nicht den kleinen haben, der ist mir zu teuer. Ich nehme den Europa. Passt vor allen Dingen mehr rein, glaube ich. Steht sogar gar nichts. 40.000 Liter passen hier rein. Mein Kartoffelernter steht, glaube ich, auch nichts, ne? Nee. So. Ah ja, gut. Okay, da ist der Kartoffelernter. Ich glaube, den brauche ich nämlich auch zuerst. Wenn ich so auf die Felder gucke. Fruchtsorten. Kartoffeln, ja, genau, das ist nämlich der Kartoffelernter. Der ist wenigstens ein bisschen größer als der Standard. Ich finde aber die Standard-Einstellungssicht ein wenig komisch. Komisch hoch. Naja, was soll's. Ah, Warnblinker an, wir stehen ja ein bisschen über. So, ich weiß nicht, das ist ein Drescher. Ja, doch, klar. Nee, doch, Feldarbeit. War doch richtig. Feldarbeit, zeigt mir mal die Felder an. Feld 6, Arbeitsbreite, weiß ich nicht. Klappen wir mal aus. Ich weiß aber, dass wir auf jeden Fall 6 mal Vorgewände machen. Okay. 3 mal dürfte auch reichen. So. Wie weit bist du? 8,6 Meter. Also, ich muss ihm noch sagen, er soll alle zeigen. Muss mal gucken, wo fängt denn hier der ganze Spaß an? Vorne. So, dann stellen wir die schon mal hier hin. So. Am ersten Wegpunkt anfangen. Das sollte er am besten selber machen. So. Gesundheit!
Was für ein Assi. Von wo? Keine Ahnung. Ich hab's nicht verstanden. Nö. So, dann wollen wir mal das Feld abernten. Guckst du, ob die Suppe heiß ist? Okay. Ja, das ist schon interessant. So macht das auch Spaß mit dem großen Ding. Nicht nur mit so einem putzkleinen. Ja, das sieht echt interessant aus hier. Wasser. Und? Naja, müssen wir mal gucken. Wenn sie nicht mehr gut ist, dann gibt es noch einen anderen Ausweg. Der ist zwar ein bisschen teurer, aber... die schnelle Flitzer von der Pizza aus Neuss. Das war ein Team Pommes-Kunden.
Ja, oder Pommes, oder? Gibt's auch. Geht auch. Klingt auch gut. Klingt auch gut. Ja, und komm, bin ich im Singleplayer schon, bin ich nicht mehr so redsam. Muss aber auch mal sein. Wetter ist heute sowieso warm mit angesagten 28 Grad. Ich glaube, so warm war es gar nicht heute, ne? 25. Doch, 27? Das waren 25. Ach, 25 geht. Boah, ja, aber ich habe irgendwie ein bisschen Copping durch das Wetter. Weil es immer hin und her geht. Naja, das ist weil furchtbar. Weil morgen ein bisschen nämlich nur hier noch zu der Kreislaufbahn war. Naja gut, das geht ja. Das ist ja nur 2 Grad Unterschied, aber... Aber trotzdem, der Körper kann sich auf nichts einstellen. Nee. Das ist so richtig. Ja, leider. Aber Bundestagswahl wird eh nichts Vernünftiges rauskommen. Bleibt alles wie beim Alten. Hat man ja gesehen, es wird ja alles getürkt mittlerweile. Ne, ich sage ja nur hier die AfD-Stimmen, die gefehlt haben. Ob das jetzt nun stimmt oder nicht, das ist natürlich wieder die andere Sache. Aber wenn es stimmt, ist das schon ein richtiger Facepalm für die Demokratie. Ja gut, das ist eine andere Sache. Das ist die andere Sache. Ja, also Demokratie, die Demokratie ist schon die Fassmauer. Naja. Mama, was ist Demokratie? Das, wo Mama mitbestimmen durfte. Heute ist es wieder nur noch eine... Naja, ich sag's lieber nicht, sonst kommt es nach... Hey, du bist rechts! Weil ich ja gar nicht bin. Jo, das läuft mit euch beiden da gerade. Naja. Genau, alles wahllos. Hm? Ja, und dann entlässt man so einen Typen, der verwirrte... Sag mal, wo leben wir hier? Lasst doch gleich die ganzen Terroristen auf uns los, wenn ihr uns alle loshaben wollt. Ja, ey, halluziniert da rum, sticht auf die Leute ein, letztes Jahr in der S-Bahn, ja, und... wie kann man so einen aus der Anstalt freilassen, bitte? Ist ja nicht mal normal. Weil willst du sagen, dass das normal ist, dass der aus der Anstalt rausgekommen ist? Das kommt in Deutschland. Dass er sich selbst entlassen kann. Also, warum in Deutschland? Nee, geht gar nicht. Hat sich verfolgt gefühlt. Von Islamisten. Es hat einem versucht, nur den Kopf abzuschneiden. Der tickt doch nicht sauber. Kann mir doch keiner erzählen, dass das normal ist. Boah. So weit wie der Hör kriege ich Blutdruck. Okay.
Lol, hat keine Colli. Gut zu wissen. Ich wollte ihn gerade da wegsetzen. Der wird aber bestätigt bei der nächsten Runde wieder wahrscheinlich stören. Dann habe ich die Verbindung verloren. Nö. Ich streame noch. Wo ich gerade gebracht habe, weiß ich nicht. Also. Was soll's? So, einmal wenden. Da ist aber nichts mehr zu holen. Die Bahn ist leer. Na, noch ein paar mehr. Paar gibt ja die da noch geholt beim Wenden. Aber jetzt muss der LKW weg. Bitte mit dir. Der steht jetzt auch wieder im Weg. Aber jetzt steht er im Weg. Machen wir so, bei ihm ist er ja durchgefahren. Aber ehrlich gesagt, ich hasse Kartoffeln. Mir fällt gerade auf, ich habe sowieso einen Fehler gemacht mit dem Abfahrer. Ha. Und warum habe ich einen Fehler gemacht? Weil ich das am Abgebegitter hingefahren. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich glaube für mich nicht. Ich muss wahrscheinlich ans Silo selber ran. Kartoffeln und Dinge und Rüben sind ja extra. Ich hasse es. So, Abfahrer rufen. So, dann kann ich den gleich leer machen, wenn er leer ist. Zumachen, wenn er leer ist. So. Mein Gott, bin ich verrückt. Kann ich den wegfahren? Weil ich habe nicht mehr Fehler mit Kartoffeln. Das ist halt eine. Doch, toll. Abbiegen. So. So. Sehr gut. Ab in den LKW. Gucken, ob der ablädt, weil wenn nicht, dann brauche ich die Spur auch gar nicht speichern. Weil der kommt da als Curseplay nicht dran. Der Karl zumindest, das weiß ich. Ja, mach ich auch erstmal ganz aus. Weil ich weiß ja nicht, wie lange wir brauchen mit Essen und so weiter. Das bringt's da nicht. Die ganze Zeit Pausenmusik laufen zu lassen, oder? Es kann ja sein, dass wir danach was anderes spielen, also. Oh, wollt ihr gleich nochmal Elders spielen?
Nein, die Kartoffeln werden hier nicht angenommen. Okay, also löschen. Naja, hätte ich zwar speichern können für die anderen, aber egal. Bin ja auch blöd. So. Seekartoffel? Diese kannst du mich nicht abladen. Da gibt es einen Sternabladeträger hier. Doch, aber ist sehr spät. Kartoffeln wird hier nicht angenommen. Okay, dann ist daneben Kartoffeln. Na komm, ich fahr die direkt, komm, ich fahr die direkt verkaufen. Komm. Einfach mal so direkt verkaufen. Boah, eigentlich nur 290.000 erreichen, dann hat sich das alles schon erledigt. Noch mit Stops gearbeitet, aber ganz ehrlich, das bringt ja nichts, weil es wäre nicht so auf der Karte. Wollen wir die Gäste direkt auch abgeben und den Köder Mais? Ah ja, komm, probieren wir es mal. Die Gäste gibt es zwar im Moment nicht viel. Aber vielleicht der Köder Mais. Ich komme hier auf die 290, das wäre natürlich klasse. Habe ich noch Puffer? Ja, habe ich auch noch, also. Ich könnte die 290 locker voll machen. Feld abernten, gerade fertig. Ich hab ja dann alle Großmaschinen.
Weizen. Nee, Gerste ist das. Na, no, wollen wir mal Gerste wegbringen. Gibt eh nur einen Verkaufspunkt, zwar den Agravis Güterbahnhof. Ja, gut, und die BGA, aber die BGA, da kannst du ja nichts in Korn und reinschmeißen. Ja, komm, dann fährst du eh mit einem Mal ab hier. Den Witz. Weil ein LKW reicht hier locker. Du brauchst nicht mehr. Multiplayer wird es wieder anders aussehen, aber Singleplayer reicht das. Ja, habe ich in 6 Tagen die Karte durch. Das ist. Also 6 Spieltagen, das ist der Hammer. $157,577, das ist doch schon mal Geld. Besser geht's ja gar nicht. Twesten ist jetzt CDU-Mitglied, ja, habe ich schon gehört. Deswegen wollen die alle Neuwahlen haben. Bescheuert. Die sind echt nicht mehr in Sicht. $290 wäre das, ne? Den drüben Erna? Ja genau, $290. Ja, okay. Gunner Mais. Zur Not Kredit kann man auch noch aufnehmen, mein Gott. Spätestens wenn das Zuckerrüben-Ding, Zuckerrübenfeld abgeerntet ist, ist der Kredit wahrscheinlich wieder raus. Naja, mache ich mir da gar keinen Kopf drum. Füllen wir mal mit Körnermaisholz.
und voll. Liter, ja, ach locker, komm. Sieht nach einem Ende aus, nach der Karte. Oh, dann ging es aber schnell mit Osterbeiholz. Mein Gott. Ich hätte gedacht, ich brauche da länger. Ich hab gedacht, ich brauche länger. Naja, egal. Ist ganz gut so. Mit Singleplayer kann man eh nur Bälle abernten und bitte ihn bestellen, weil alles andere geht nicht. Mit Ghostplay. Da habe ich entweder keine Ahnung von oder es funktioniert nicht richtig. Darum, ich mache meistens nur die Ernte und dann ist gut. Keine Tiere in rein gar nichts. Gehen wir mal halb neun gucken, ob das Essen fertig ist. Es wäre dann in 7 Minuten. Ja, locker, schaff mal locker ohne Kredit. Sehr gut. So, dann noch schnell die Kartoffeln abernten, dann ist Feierabend. Oha. Mahu, 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 haha. Dann brauche ich im Singleplayer nicht mehr spielen. Schön. Dann geht's mit einer anderen Karte weiter. Ich weiß erstmal mit einem anderen Spiel im Singleplayer. Sollte aufgetankt werden. Oh, vielleicht aber noch 139 Liter. Mein Gott, das ist ja noch jede Menge. Das ist ja noch jede Menge. Und einfüllen. Weiter geht's.
Skorpion? Hört man direkt, das ist nämlich so direkt zu technisch. Die Bahn muss nicht im Mittelrang sein. Das ist auch eine ungewohnte Streamzeit für mich normalerweise. Das ist für mich ja immer nur ab 8 Uhr. Ja gut, dann würde ich jetzt eine halbe Stunde schon streamen. Und naja, ich hatte Langeweile heute. Gehen wir nach einer Runde Shellshock hier, ne? Was? Shellshock? Gucken, ob noch jemand mitspielt heute Abend. So, wollen wir tanken. Dann tank mal in Ruhe. Lieber Litter, und weiter geht's. Mein Gott, waren das gerade viele Rangierversuche. Aber viel ist jetzt nicht flöten gegangen vom Geld. Haben wir jetzt die andere Aktion schon durch? Habt ihr Kabis? Ehrlich? Ich nicht? Nee, läuft noch. Wird noch nie angezeigt. Nee, läuft noch. 29.000 innerhalb von 5 Minuten. Nee, das wird nichts. Egal, aber ich kann. Ach nee, ich kann auch nicht die Europa kaufen, ne? Nee, Antischien rüber ernten. 290, ja, wir haben 270. Ja, muss noch mal. Da muss noch mal. Ich hoffe, das hält jetzt, bis er die abgegeben hat, dass ich 209 zusammenkriege. Nicht, dass der Preis da allzu sehr einknickt. Diesen dämlichen 20 km/h hier, da habe ich mich schon jetzt drüber aufgeregt. Tididik. Dein Vater, der hat gerade geahnt wurde. Alles bestens, Papa. Jetzt, wow. Ja, ich tippe mal, deine Mutter hat ihn gezwungen, das Handy offen zu machen. Das kann sein, ja. Dein Vater hat Urlaub. Na komm.
Körner Mais, Körner Mais, wer will Körner Mais? Ich hab zu viel vom Körner Mais, warum verkaufe ich das jetzt? Hey! Schade, dass der Abholpunkt so weit weg ist von der Abgabestelle. Hätte man zum Beispiel das Hackschnitzellager hinten beim anderen Hof da machen können, bei dem. Wie heißt das Ding da? Genau, bei der Biomasse-Heizkraftwerk, da hinten beim. Für die Hackschnitzel zum Zubereiten, das Sägewerk. Genau, jetzt habe ich das Sägewerk. Die anderen beiden Kartoffeln, Rüben. Hätte man oder hätte man alles da hinten in einer Agrarwiese hinten machen können. Ganze Lager und alles. Hätte es nicht fahren müssen. Ja, egal. Ein bisschen muss ja auch noch arbeiten, ne? Hin und her fahren können. Ist natürlich langweilig, dass du nur 3 bis 4 Abgabestellen hast. Naja, aber was soll's. Trotzdem eine schicke Karte, finde ich. Klein, schnuckelig, reicht zum Singleplayer-Spielen. Multiplayer für 3 Leute auch in Ordnung. Aber jetzt außer es will von euch einer natürlich mitspielen. Muss man nur Bescheid sagen. Margaret / Daniel S. Join Mac Software Community and support TDS. Ja, Daniel, ich bin auch nicht da. Ich bin am Livestream. Margaret / Daniel S. Disconnected from Mac Software Community and support TDS. Ja, sehr schön. Dann gibt es noch so Schotter, hoffe ich. Runde 26. Boah. Alter Schwede, Rübenernter. In ihrer Auswahl steht beim Händler. Sehr schön. Das ist gut. Na, schau an, da spielen 2 wieder Warframe. Dreimal darfst du raten, wer. Fabio und Markus. Ja, natürlich. Wer denn sonst? Aber die spielen ja gleich mit uns sicherlich wieder. Sag schnell, Dingens mit. Shellshock. Habe ich die letzten Tage ja auch gemacht. Die neuen Preise sind da. Zuckerrüben sind gestiegen und Hackschnitzel. Der Körnermais ist unten durch. Oh, war klar, aber ist eh die letzte Fuhre. 106% Zuckerrüben. Wow. Hackschnitzel habe ich leider keine mehr. Ist mir egal, egal, ist mir egal, egal. Bin ich gleich fertig, dann ist mir das egal. Brauche ich nichts mehr machen, ist mir egal. Das Feld habe ich gekauft, es gibt nichts zu kaufen. Alle Fahrzeuge, die ich benötige, habe ich. Sehr gut. Ja, wenn er jetzt hier fertig ist mit wegfahren, dann gucke ich wegen der Suppe. 5 Minuten.
Ah ne, der Haar, der muss noch zweimal fahren. So viel passt ja gar nicht rein. Ich hab mich vertan. Er muss sogar noch zweimal fahren. So, aber während der da noch macht, bin ich mal kurz weg. Das sind nämlich richtig dicke Schaumkronen. Ich möchte mal gerne wissen, wodurch die umgeschlagen ist. Naja, egal. Gesundheit. Oh. Wo soll man denn bestellen? Keine Ahnung. Stellen wir mal bei Pizza? Pizza Royal? Sarah? Komm, geht's immer zur Mama? Gucken wegen Essen bestellen. Ja, muss man auch kommen. Was meinst du tun? Soll ich dir vorschlagen? Ja, ne? Was möchtest du? Wir reden im Stream von Essen. Haha, haha. Das war auf YouTube dann. Tja, wie gemein. Jetzt ist aber die letzte Fuhre. Ja, dann ruf bei dir am Laptop auf. Ich komme dann rüber, wenn du da aufrufen hast. Dich entschieden hast.
soll, da ich dann mal ausgehe, dass wir danach dann Shellshock spielen, mache ich dann auch den Stream erstmal aus und pausiere. Und spiele danach Shellshock mit Suse und Fabi und mit Markus. Vielleicht ist Mo auch dabei. Schauen wir mal. Können meistens gleich hier unter den Boden durchschießen mit 90% jetzt schon. Wahrscheinlich bei 50 oder 30% sein. Der Markt ist mit Körnermais gesättigt. Komm, warum? Ein Europa. Hm? Was denn? Ja, gute Frage.
Okay, dann fahren wir mit der Stabellenkfahrt, mein Gott. Wenn ihm das besser liegt. Ja, Stalin kann es besser. Kommt der besser mit klar? Hast du gefunden? Nein. Quatsch. Dann sollte man den Traktor. LOL, wenn man aussteigt, ist die. Wahrscheinlich Jägerschnitzel. Richtig, genau. Dann willst du wahrscheinlich. Warum ist mein Buketten? Möchtest du Buketten? Nein, es sind lockere Kartoffeln als Pommes. Ich mag keine Kroketten. Ich mag die nicht so gerne. Da mag ich lieber Pommes. Ja, so sind die Geschmäcker verschieden. Ist auch ganz gut so. Nix.
vor 9. Wie lange haben die eigentlich auf? Guck ich gerade. Ja gut, dann nochmal noch. Die ja, heute ist aber Montag, Gott sei Dank. Ja. Wir haben Öffnungszeiten. In der Woche von 17 Uhr bis 21:30 und am Wochenende nur bis 13 Uhr. Solche Öffnungszeiten möchte ich auch gerne mal haben. No, LKW, du bist doch dämlich. Warum fährst du jetzt gegen den Baum? Mein Gott, ey. Gong. Nimmst du hier jetzt jeden Baum mit, bis du es irgendwann mal geschnallt hast? Ja, so tust du es. Auf in Europa zu schieben. Mein Gott, du bist ja nicht mehr ganz dicht.
nochmals manuell. Ja, ja, jetzt kann man nur noch warten, bis er fertig ist damit dem drüben an. Dann alles wegbringen, parken, Ende. Also Sache bekommt man was? Ja. Und was kriegst du? Oh, ein Thunfischbaguette. Ein Thunfischbaguette ist immer lecker. Tja, der Opa, der hat schon einiges drauf, muss ich sagen. Der gefällt mir, der Opa. Der gefällt mir richtig. Warten wir mal wieder, bis der 50% hat und dann fahren wir den ab. Also ganz ehrlich, ich mag diese Kartoffeln- und Rübenarbeiten nicht. Die hasse ich wie die Pest.
mit den tollen Maschinen geht es natürlich etwas schneller, aber naja. Was soll's. Ganz ehrlich, das sieht teilweise echt beschissen aus, wenn er hier so alles stehen lässt. Eieiei. Geht gar nicht. Ich bin mal gespannt, wie er sich gleich legt beim Hin- und Herfahren. Sarah? Ja? Bist du mal so nett und riechst mir meine Flasche? Eistee? Mal auf Tee? Ja, hier am Boden. Mamas, Eistee. Ja? Kriegst gleich eine neue. Ja, wo, da hattest du doch vorne eine mitgenommen. Wo ist die? Das ist die, die du aufhast. Nein. Ich hatte mir eine geholt und du hast dir eine geholt. Ich sehe aber keine. Du hattest dir vorhin eine geholt. Kein Scheiß. Ich würde gerne wissen, wo die ist. Ich weiß es nicht. Ja, ich auch nicht. Merkwürdig. Bringst du die Mama wieder zurück? Schatzi. Sarah, bringst du mir mal die erste Flasche von Papa aus der Kuhn? Die Flasche, die du Papa gerade gebraucht hast. Ja, danke schön. Denn jetzt hin? Alter, was machst du?
Alter! Hol noch mehr aus! Läuft ja richtig. Gott, ey, das ist so ein Riesenvieh, ey. Ja, und sauber sieht das Feld auch nie abgeflippt aus. Da muss ich dann nochmal nachhelfen. Das geht gar nicht. Curseplay, Curseplay, Curseplay. Das geht absolut nicht. Oh, 73%. Ich glaube, ich sollte die mal abfahren. Ich meine, ich kriege eh nicht alles in den Anhänger. Mein Gott, das ist furchtbar hier. Du fährst automatisch durchs Feld. Es geht gar nicht anders. Mein Gott, ist der Opa hier. Er ist auch ein Riesenvieh. Nee, weg, 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 weg. So. Wendet der weiter, obwohl ich ja am Abladen bin. Ach, das ist doch ein Doofkopf. Statt der da einfach mal stehen bleibt und wartet, bis ich ablade? Nein. Nix da. Never ever, sagt er. Das sieht so kacke aus. Ja, ich bin eh voll. Alter, du machst hier die Ernte noch kaputt. Ich bin hier das Annettes. Ach nee, direkt wegbringen. Mal anlagern. Blödsinn. Güterbahnhof. Dann wollen wir mal Zuckerrüben zum Güterbahnhof bringen. Tschüss. Entschuldigung, habe ich nicht, ne. Da warte ich jetzt, bis der Europa vollgelaufen ist.
stehen bleiben? Oh, kommt jeder noch vorbei. Wenn nicht, soll er hupen. Hier fährt eh kein Verkehr, also. Wo haben wir den? Den Europa, da ist er. Da ist der Europa Euro Tiger V8-3XL. Wenn er voll ist, ist er voll. Aber 40.000 Liter ist schon eine Menge, was da reinpasst. Dürfte noch reichen, bis wir fertig sind. Polnisches Kennzeichen M und B-Team. Cool. Na, fahren wir jetzt gegen den Baum. Jo. Ordentlich. Na, müsste ja einen die Runde schon drehen, weiterfahren. Wenn er schlau ist. Du schlingerst aber ganz schön jetzt. Hohoho. Ich würde mal sagen, Curseplay kann nun gerade ziehen absolut vergessen. Da ist nichts mit gerade ziehen. Cool.
hat ganz schön zu kämpfen. Mit dem Riesenvieh. Oh Gott, oh Gott. Riesenvieh. Ja, es scheint nicht so sein, was hier auf dem Feld abgeht. Ich glaube aber, so ist es hinten besser, weil hinten hast du zwar keine... Na doch, da hast du ein paar Bäume, die stören könnten, aber ganz ehrlich, ne. Blödsinn. Echt so mehr UE. Nee, mach, komm, mach nix, komm. So ein Riesenvieh solltest du nicht ständig wenden müssen.
Bin ich mal gespannt, ob der noch voll wird. Wie stark wird sie denn noch einschlagen? Jetzt doch nicht! Kleine Kinder. Keine Geduld. Keine Geduld, die kleinen Kinder. Furchtbar. War mir früher ein Josso? Keine Ahnung. Wahrscheinlich, ne? Mama, was ist denn da? Mama, was ist denn da? Gerade erst 5 Minuten losgefahren. Mama, was ist wieder da? Kennst du auch noch, oder? Was? Wenn du von hier aus Weißenhäuser Strand fährst, mal eben 7 Stunden unterwegs bist, Daniel, mein Gott. Join Mac Software Community and support TS. Margaret / Daniel S. Disconnected from Mac Software Community and support TS. Schau, Daniel, ich bin immer noch nicht da. Ich reite da nicht drauf rum. Was? Ich reite da nicht drauf rum, das hat gar keinen Sinn. Thank you.
So ist besser. Mein Gott, Curseplay, was machst du da mit dem Rupa? Magst du den Rupa nicht, hä? Das hier dann aber immer irgendwann das Fahrzeug zu lang zum Steuern, ne? Naja. Warum fährst du eigentlich ständig in so einen steilen Winkel da rein? Und dann rutscht es so rum, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Einladen werden wir auch noch. Ich kann dir aber erst entladen, wenn du voll bist. Dann kann ich auch wieder nur 20% abladen, weil du ja dann einfach losfährst, du Pfeifer. Also erstmal abwarten. Ja, genau. Jetzt ist nämlich das Rohr dein Weg. Ja, das war mir klar. Das müsste ja jetzt passieren. Au, danke schön. Licht. Licht ist immer gut. Vor allem Ding. Um knapp 20 vor 10. Eieiei. Ich weiß noch, wo wir früher um die Uhrzeit noch draußen gewesen sind. Weil es erst dunkel wurde. In den Sommerferien. Herrlich. Viele können echt froh sein, so lange Ferien zu haben. Manuell sind wir wieder schneller. Na komm, das schaffst du wohl, oder? Das ist ja nicht so ein steiler Winkel. Ja, man hört wahrscheinlich jetzt den Hintergrund richtig deutlich, weil irgendwie auf wundersame Weise wird das das Tablet. Jetzt habe ich das Tablet immer lauter. Zumindest das Gefühl. Also wenn man mal im Hintergrund jetzt irgendwie ganz laute Geräusche hört, ja, das ist das Tablet.
95% voll. Ja, das klingt doch gut. Roms, Roms. Das ist mir zu steil. Dann macht er wieder nur Scheiß mit. Schon besser. Achtundneunzig. Acht, na komm, spring um. Acht, neun, jawoll, voll. Das muss ich jetzt nicht sagen, ne? Komm, lass uns weiterfahren. Anstatt er einfach mal wartet. Warum? Warum? Einfach wegfahren. Einfach dem Abfahrer keine Chance mehr geben zum Abfahren. Das ist ganz gut. So macht man das. Gleich bei 80%. Ich will einen Abfahrer haben. Ne, mache ich nicht. Sehe ich nicht ein. Wenn du die ganze Zeit abhaust, ne, du bist da. Nix da. Nicht mit so einer riesengroßen Maschine. Papaya. Papaya ist cool. Ich auch. Bin ich mal gespannt, ob die überhaupt noch kommen mit dem Essen. Bin ich mal gespannt, ob die überhaupt kommen mit dem Essen. Das war ein gigantisches Oh neun, na gut, eine Stunde brauchen die normalerweise, bis zehn. Oh, wenn es schlecht läuft, halb elf. Aber ich bin mal gespannt.
viele Schrammen der schon hätte, wenn es dir Schrammen geben würde. Eieiei. In Europa richtig arbeiten. Ja, ich glaube auch. Ja, dann mache ich kurz Pause. Nein, sag du nicht. So, und alle fragen sich hier, was geht, was steht? Warum ist hier jetzt pausiert gewesen? Das Essen ist gerade gekommen. Und Essen gekommen heißt gleich lecker essen. Das heißt, ich werde gleich in die Pause gehen. Kurz essen. Werde dann. Ein Marienkäfer. Werde dann
noch schnell das Feld hier zu Ende machen lassen vom Cosplay. Und dann würde ich sagen, nee, da gehst du nicht hin. Komm her. Komm her, mein Kleiner, komm her. Komm her. Ja, dann so. Dann nicht. Doof hab. Ja, und dann, wenn das Feld zu Ende ist, würde ich sagen, spielen wir eine Runde Shell-Shock, oder? Meine Frau nickt. Schon ein gutes Zeichen. Fragen wir gleich mal Fabi und Markus, was sie davon halten. Und dann sehen wir uns gleich für LS wieder. Zweite Pause für heute. So, warten wir noch, bis er hier gewendet hat. So, dann mache ich jetzt aber Pause ohne Musik, weil jetzt extra noch mal ausmachen, nur damit die. Ah ne, dann machen wir anders. Kriegen wir schon hin. Also, kurze Pause. Bis gleich. Thank you.
Thank you.
Third party 95 join Mac Soft. Third party 95 switch channel to question mark lobby rega on Mac software community and support TS. You were poked by Thurfavi 95. Marcus, join Mac software community and support TS. Marcus was moved to channel question mark Libby Rega. Aufwachen. Aufwachen. Wir warten. Jemand da?
Suits 1990 switch channel to question mark lobby reca on Mac software community and support TS. So, und da bin ich wieder. Gucken wir mal. You switched to channel question mark. Love Nö, Rekka, ich Mac Software Community and ja. Support to us. Ja. Hä? Weil halt bei mir die Musik von Dauer Dann ist dein Teamspeak abgeschmiert. The 100 join Mac Software ah. Community and support TS. The suits 1990 from your channel. Question mark. Bobby Recca from Mac so. Software Community and support TS. Ich glaube, der Treiber ist abgeschmiert. Ich bin noch mal unten für eine Viertelstunde. Ich spiele noch eben LS zu Ende. Ich bin noch mit dem LS Singleplayer Livestream dran. Und werde dann gleich zu euch wieder hochkommen. Suits 1990 join Mac Software Steigt Community and zu. Support TS. Since 1990 you switched to channel so. Question mark Patrick vertical line asterisk asterisk tilde tilde R2 ai, ai, tilde ai, tilde ai, tilde ai, asterisk halt mal, asterisk chef on Mac software community and support to us. So, ich habe ja versprochen, ich mache noch zu Ende. Die anderen machen sich jetzt schon mal bereit für Shellshock Live. Das ist schon mal ganz gut. Das heißt, wir spielen definitiv gleich Shellshock. Aber vorher machen wir hier noch das Feld zu Ende. Das habe ich ja versprochen. Bevor wir Shellshock spielen. Weil dann ist die Karte auch durch. Und wenn die Karte durch ist, ja. Brauchen wir keinen LS Singleplayer im Moment spielen. Das heißt, ab dieser Folge werden dann nur noch Multiplayer-Sessions auf der Osterbeiholz laufen. Also in-game 6 Tage eine Karte durchzukriegen, das ist neuer Rekord. Rotong, Rotong. Wackelt ganz schön. Siehst du, und schon sind die Zuckerrüben wieder gefallen. Und es gibt ordentlich plus 142.000 jetzt schon. Boah. Himmelarschen zu hören. Ja. Ich hab gedacht, ich brauche noch irgendwie größere LKWs oder was. Also ich kann nur Shuttle kommen, soweit. Ah, das ist. Naja, was willst du machen? Ja. Also wenn ihr wollt, könnt ihr mir die paar Minuten noch zuschauen. Das sind wahrscheinlich 5 bis 10 Minuten, dann bin ich auch dabei. Bei euch. Ja, ja, die können ruhig, ihr könnt ruhig anfangen, das ist okay. Ich steige einfach später dazu. Ich muss ja den Livestream sowieso unterbrechen, um dann umzubenennen, dass wir ja Shellshock live spielen. Weil ich wollte das ungern an einem Stück hochladen, dann als LS dahinter, das ist, nee. Da gibt es ja so ein paar, jetzt nicht die machen das, aber. Du weißt schon, dass man das hört, ne? Das ist mir klar. Gut, ja, ich spiele jetzt mal eben noch zu Ende in die 10 Minuten, wenn ich das darf. Ja, sagt ja auch keiner was. Es war nur die Rede von, dass Suse mitspielen kann. Nicht du. Ach so. Das ist ja die Frage. Ja. Ja, dann muss Huse besser zuhören.
Ja, ja, geht schon wieder einiges ab hier im Hintergrund. Man merkt's ja. Hey, ich kann gleich schon wieder abfahren, weil der so voll ist. Mein Gott, ey. Schatz, wann holen wir die Karten? Schatz? Hallo? Gucken wir, wir können doch die Karten erst heute holen. Bis Mitte ja. September. Ja, ich frag dich ja. Wäre trotzdem schön gewesen, hättest du mir eine Antwort gegeben. Wir haben nämlich Höfnerkarten für das Hühnerkonzert gewonnen. 6 Stück. Wir sind nur 3. Ja, egal, tauschen mal ein bisschen rum und dann geht das schon. Na, jetzt setzen wir noch mal an, kommen die letzten paar 400 Liter und dann, so, oder mehr, weniger als 400 Liter, muss man ja sagen. Voll! Wird eh gleich wieder bei 80% an der Dollkopf. Oh, 55% runter. Alter! Licht ist schon an. Ich hoffe jetzt nicht, dass es jetzt noch auf den letzten Metern anfängt zu regnen. Das sieht nämlich dann aus. Wäre blöd. Jetzt ein paar Meter und es wird anfangen zu regnen. Komm Karte, ich will dich schnell durchkriegen. Wenn der Opa hier auch nicht immer so rumzicken würde, würde es bestimmt schneller gehen.
Na komm, ob das noch hält. Ein paar Minuten noch. Ja, und da fängt's an. Das war mir so klar, dass ich das vor dem Regen jetzt nicht mehr schaffen werde. Sag mal, bist du schwer von KP? Oh, kann ich das noch ein bisschen weiter? Oder ist es noch nicht stark genug? Entweder kann ich tatsächlich die Kartoffeln weiter ernten oder ist es noch nicht stark genug? Dann warte bis 20 ist. Nee, Kartoffeln kann man anscheinend tatsächlich bei Regen ernten. Das ist doch mal feins. Was? Weil nämlich der Scheibenmechan ist. Sieht man ihn eigentlich auch von außen? Tatsächlich, sieht man noch von außen. Das ist schick. Was denn, Sarah? Was sie wollen, möchte? Ja, für den so und so. Aber du kannst das Spiel noch drehen, ich glaube nicht. Mit wem spielst du denn in einem Team? Mit wem du spielst in einem Team? Ja, ich habe auch noch was anderes. Kai 100? Wir waren das nochmal. Ja, doch, der war schon mal ja, da. Da. Sven, glaube ich, irgendwie sowas. Wollen wir mal kurz Mo fragen, wie es aussieht. Nee, Kartoffeln kann man anscheinend. Nee, Rüben sind das ja. Entschuldigung. Rüben kann man tatsächlich im Regen ernten. Ist ja cool. Gefällt mir. Daumen hoch. So, 1, 2, 3 rein noch. So, das war's. Der LKW hat keinen Scheibenwischer, schade.
Bin mal nicht mal voll. Gucken, was draus wird. Ja, muss ich zweimal fahren. Das wird so nix. Das gibt satt Schotter nicht. So, wollen wir die letzten Prozente noch rausholen. Perfekt. Kommt keiner? Nee. Ja, super. Genau das soll ich. So, 193.000. Da geht's doch nicht. Sauber gemacht werden? Ja. Machen wir den zuerst sauber. Diese scheiß 20 km/h, ne?
Den sauber machen. Nee, scheinbar nicht. Was denn? Den Roper kann man nicht sauber machen. Kikiriki, fast wieder überfahren. Sarah, tschüss bitte, danke. Taste Y, nein, Taste Z. Das würde niemals funktionieren, wenn man fahren müsste. Okay, lustig. Licht geht aus? Ja, Licht geht aus. Nur Blinklichter bleiben an. Na, bei dem müssen wir noch Licht ausmachen. So, das war's. Ende. Aus dem Gelände. Das war's. Ich bin durch. Bin los dabei, Holz. So, und damit gehen wir jetzt mal rüber nach Schildschock, ne? Also, bis gleich.